Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 Felsbrunn-Projekt. In der letzten Folge haben wir angefangen, hier ein paar Strohballen zu pressen und damit habe ich ein bisschen weitergemacht. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, Ansgar, du lässt viel zu viel stehen, also habe ich jetzt ein bisschen mir Mühe gegeben, beim Weitermachen etwas weniger stehen zu lassen. Und jetzt ist das ganze Feld gefüllt mit Strohballen, die müssen wir natürlich noch abtransportieren. Ich hoffe, dass wir das in dieser Folge schaffen. Wir müssen allerdings auch noch was anderes machen, was ihr mir ebenfalls in die Kommentare geschrieben habt und wo ich mich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen geärgert habe. Und ich glaube, deswegen gab es auch den einen oder anderen Dislike unter dem letzten Video, denn wir müssen nochmal zum Helfer fahren. Wir haben nämlich hier nicht irgendeinen Grober gekauft, nicht irgendeine Egge, sondern der Vorteil an dieser Kreiselegge ist, und das hätte mir eigentlich noch aus dem 17er bekannt sein müssen, aber irgendwie war ich, glaube ich, ein bisschen nervös, weil der LS19 Grad erst jetzt spielbar war und so, dann macht man schon mal Fehler. Je weniger Fehler man machen will, ne, desto mehr macht man, kennt es. Aber genau, ich habe ganz vergessen, dass man da natürlich noch die Sämaschine dranhängen kann und vorne noch einen Zusatztank dranhängen kann. Und ich glaube, man kann auch noch so ein Bodenauflockerungswerkzeug, Feldlockerer oder sowas heißt das, was den Pflug ersetzen soll, dranhängen. So kann man dann diese Düngestufe pflügen oder also dieses Pflügen, was hier in manchen Modi, je nachdem, ob man das an- oder ausgeschaltet hat, erfordert wird, kann man eben auch mit einfließen lassen. So. Das machen wir aber nicht, denn ich glaube, wenn wir das alles anhängen, dann haben wir ein großes Problem. Wir haben einen zu kleinen Traktor dafür. Deswegen werde ich jetzt nur das Nötigste kaufen. Wir brauchen vorne, können wir entweder ein Gewicht haben oder eben den Zusatztank. Und der Zusatztank ist wohl ein bisschen sinnvoller. Deswegen würde ich sagen, Sätechnik. Und dann gucken wir mal. Hier, das ist er. Das ist die Sämaschine. Jo, kaufen. Und dann möchte ich noch den Zusatztank. Okay. Was wir dann später noch brauchen, ist ein Düngerstreuer. Aber diese Kombination hier, die ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und ich glaube, das kam damals mit diesem Kuhn-Pack für den LS17 auch in den LS17 und wurde jetzt hier im LS19 übernommen. Und das ist ja eine ganz coole Kombination. Jetzt verstehe ich auch, wieso ihr das alle sehen wolltet, ob das funktioniert und wie das aussieht. Aber... Sorry dafür nochmal. Da hatte ich wirklich Tomaten auf den Augen, beziehungsweise habe ich irgendwie ohne Sinn und Verstand gehandelt. Ich glaube, wenn ich das jetzt mache, dann ist das, glaube ich, nicht so gut. Ich nehme, glaube ich, erstmal den Zusatztank, hänge ich erstmal an. Das Gewicht werde ich mal hier vorne hinlegen. So. Okay. Also... Das wird auch so ein bisschen kippen, denke ich mal. Aber ich hoffe, dass es nicht zu arg kippt. So, und dann fahren wir jetzt mal hier dran. Okay, so, jetzt ist es wieder ein bisschen ausbalancierter. Und jetzt müssen wir nochmal hinten die Sämaschine dranhängen. Und dann haben wir dieses Pack und dann sparen wir uns nämlich, das ist der große Vorteil in diesem Pack, wir sparen uns da extra immer mit einer Sämaschine, mit einem Grubber und sowas dran zu fahren. Und wenn man das noch bräuchte, dann eben auch den Pflug. Beziehungsweise wenn man das gekauft hätte, kann ich auch kurz zeigen, das ist dann hier, glaube ich, unter dem Punkt Tiefenlockerer, genau. Nicht Bodenlockerer, sondern Tiefenlockerer. Und das wäre dann dieses Teil, das könnte man hier noch vorne zwischen den Trecker und den Grubber oder die Kreiselegge hängen und dann hätte man das auch noch mit integriert. So, jetzt müssen wir hier den passenden Punkt finden, glaube ich. Aber diese Kombination ist schon, finde ich, ziemlich cool. Na? Ah, jetzt. Super. Okay, und jetzt seht ihr schon, wir heben vorne ein bisschen ab, aber dieser Schlauch, der ist ganz cool und, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Sache und zwar Saatgut und das kaufen wir uns natürlich wieder als Big Pack. So. Jo. Wir versuchen es mal mit zwei. Und dann brauchen wir noch einen. Ja, entweder wir nehmen Kompaktlader oder wir nehmen, und das mache ich glaube ich auch, einen Frontlader für den Hof. Rüsten den, kaufen. Jo. Mit, ich
meine, wenn wir jetzt hier schon mal Gameplay machen, dann können wir es auch richtig machen. Dann machen wir jetzt noch, holen wir uns jetzt noch eine Palettengabel und eine Ballengabel. Frontlader, Palettengabel. Wo ist die Palettengabel? Hier und da der Ballenspieß. So. Und dann haben wir immer noch ein bisschen Geld übrig, um uns dann irgendwie eine Halle zu kaufen. Weil ich finde das jetzt, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das ein bisschen komisch, wenn wir jetzt hier die schönen Strohballen alle irgendwie auf den Hof schmeißen, ohne Überdachung. Sobald es einmal regnet, ärgern wir uns. Ganz gewaltig. So. Und jetzt zeige ich auch kurz, was ich meinte, als ich sagte, wir machen es jetzt richtig. Muss hier das einmal kurz anhängen. Ist jetzt auch langsam schon Abend, aber ihr habt auch fleißig in die Kommentare geschrieben und habt gesagt, Ansgar, im einen Satz sagst du noch, wir müssen sparen und im nächsten Moment kaufst du dir ein Bandlaufwerk, was niemand braucht und 20.000 kostet. Da hattet ihr absolut recht, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt die nötigste Investition, aber was mir eingefallen ist, wir haben ja noch ein paar Dinge, die wir mal austesten können und damit auch gleich Geld verdienen können, indem wir nämlich Missionen machen hier für unsere Nachbarn. Die werden teilweise wirklich nicht so gut bezahlt, aber so, das geht automatisch auf, was ein Service. Gucken wir uns das mal schnell an. Safety first, ihr wisst es. So. Okay. Dann lädt das einmal kurz über. So, sieht's hübsch aus. So. Jetzt haben wir aber auch wirklich... Ich hoffe, ich mache jetzt alles hier wieder gut, was ich so an Fehlern in den letzten Folgen gemacht habe. Und dann nehmen wir das andere noch mit. Uiuiui. Die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Dann nehmen wir den anderen Saatgut Big Bag noch mit und füllen den auch noch auf. Und dann ist das Ganze hoffentlich befüllt soweit. Und dieser Schlauch, der pumpt das dann quasi nach hinten, das Saatgut, wenn wir dann später ansäen. Wir wissen aber sicherlich, also das Feld, ich denke, die Kapazitäten sind so gering, dass wir sowieso später nochmal hinfahren müssen und neues Saatgut kaufen werden müssen. So. Okay. Das war's. Dann können wir den erstmal hier wieder zurückfahren. Oder wir können den ja... Ach nee, wir fahren den schnell zum Hof. Dann können wir das da ja lagern. Das ist vielleicht ein bisschen hübscher. Dann fahren wir später mit dem... Fahren wir schon nochmal zurück oder fahren wir mit dem anderen nochmal hin? Das ist ja alles keine Strecke hier auf der Map. Ja. Und dann haben wir das auch mal gesehen. Und dann muss ich mal überlegen, also ich werde vermutlich einen Teil selbst grubbern und säen, aber ich glaube nicht alles, weil in der Zeit könnten wir vielleicht noch ein bisschen die Ballen machen, dann ja, spart es einfach, ist es ein bisschen effizienter. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen. So, aber wir bringen das jetzt erstmal schnell auf den Hof, laden dann unsere Palettengabel auch gleich mit ab. Ist wirklich schon kärglich hier, ne, der Hof. Aber vielleicht platzieren wir ja gleich noch eine Halle, dann... Wir können es auch jetzt machen, dann hätten wir schon mal so das Erste. Die Hallen habe ich mir schon angeschaut und da dachte ich mir erst, nehmen wir die günstigste. Dann ist mir allerdings aufgefallen, die ist zu den Seiten offen und dann dachte ich mir, nehmen wir lieber die mittlere. Da müssen wir allerdings gucken, wo hier der Ausgang ist. Ich nehme an... da, hier vorne ist der Ausgang. Dann könnte man die vielleicht so platzieren. Oder ist das wirklich der Ausgang? Hier ist offen. Ja, ich glaube schon. Ja gut, dann machen wir das doch so. Dann haben wir nämlich unsere erste Halle. Wir hätten die sowieso früher oder später kaufen müssen. Und dann werde ich die, denke ich, hier irgendwie platzieren, wenn das funktioniert. So will es funktionieren, das ist aber nicht so gut. Hier funktioniert es gar nicht. Schade. Vielleicht ja hier. So würde es funktionieren. Ah, dann machen wir es doch so. So vielleicht. So. Okay.
Das ist auch richtig platziert worden. Dann können wir da nämlich später hinten die ganzen Strohballen und solche Big Packs und sowas reintun und hier vorne vielleicht das ein oder andere Fahrzeug unterstellen. Ist halt jetzt unsere einzige Halle im Moment, aber passt schon. So. Mensch, der, es macht richtig Spaß mal wieder. Also ich dachte erst so, LS19 dann ohne Mods, das ist vielleicht dann doch eine Umstellung. Ja, exakt, so sollte es sein. Und ich weiß nicht, ob das so Spaß macht, aber ich muss sagen, mir macht es richtig Spaß. So, und wenn es euch Spaß macht, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. So, fahren wir wieder zurück. Holen die Ballengabel und da müssen wir auch echt mal anfangen, hier ein paar Ballen rüber zu transportieren. Auch da werde ich also einen Teil in der Folge machen, denke ich, und den Rest dann außerhalb der Folge, weil ich möglichst viel Unterschied zeigen möchte in den Folgen, habe ich mir so gedacht. Aber da können wir auch mal, also es sind halt so Aufgaben, die könnte man gut in einem Livestream machen, ne? Ist halt auch wieder so ein Thema. Mal schauen, vielleicht gibt es das mal im Livestream zu sehen. So. Ist wirklich praktisch, dass wir so nah am Händler sind. Dann kann man auch mal solche Späße hier machen. Dann biegen wir mal ab. Und nehmen dann den Ballenspieß mit. Oh, der ist nicht so hübsch gerade. Müssen wir gleich nochmal schnell umwerfen. Na, ob das jetzt so eine gute Idee war, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Das war, glaube ich, eine ziemlich schlechte Idee. Wow. Oh ne, war doch eine ganz gute Idee. Das Ding steht jetzt. Hey, wäre ich mir eben nicht drüber gefahren, ne? Hätte man sich einiges an Arbeit gespart. So, okay. Dann werden wir jetzt mal nochmal zurück zum Feld fahren. Und dort dann die Ballen aufnehmen. Viele von euch hatten auch geschrieben, Ansgar, fang doch erstmal mit den ganz, ganz kleinen Maschinen an. Das hat sicherlich auch seinen Reiz. Ich versuche das später mal in einem Projekt zu machen. Es werden ja irgendwann Modkarten und sowas rauskommen. Oh, war nicht so gut gefahren hier. Dann könnte man das mal angehen. Aber ich dachte mir jetzt so für den Anfang, dann kommen wir halt zu nichts. Es dauert ewig, bis man sich dann größere Maschinen kauft und so. Weiß ich nicht. Fand ich jetzt erstmal noch nicht so passend, können wir aber später drüber sprechen, in Modkarten oder so. So, guten Tag, ich komme, um die Ballen mitzunehmen. Dann machen wir das doch mal, indem wir hier einmal den nehmen. Hm. Und dann nehmen wir da vorne noch den hier. So, liebe Leute. Und die nehmen wir dann da vorne. Ich glaube nicht, dass wir die da so hübsch stapeln können. Aber es geht jetzt auch erstmal darum, die alle vom Feld runter zu bekommen. So. Und dann gucken wir mal, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, aber jetzt so ein Lager oder sowas gibt es ja nicht. Deswegen, eigentlich ist es auch nicht so wichtig, wie die da drin liegen. Hauptsache, sie liegen eben in der Scheune und wir wissen dann später, wenn wir zum Beispiel Kühe haben, wo wir die finden können. So. Dann biegen wir mal ab auf die Farm. Sieht schon ein bisschen mehr nach Bauernhof aus, ne? Hier kommt dann später unser Silo hin, damit wir dann zwischenlagern können, wenn wir irgendwas ernten, um dann auf bessere Preise zu warten. Und hier könnten wir vielleicht später mal einen Kuhstall hin tun. Hier auf dieser Wiese. Müssen wir mal gucken. Was würde es denn kosten? Was kostet das denn? Ach, und wir brauchen natürlich noch die Hundehütte. Ist ganz wichtig. Da habe ich gleich noch eine Frage zu. Aber, oder sollen wir Pferde nehmen? Pferde wären vielleicht besser. Ach, wisst ihr was? Ihr entscheidet. Also erstmal wollte ich euch fragen gerade noch, ob wir uns die Hundehütte hier kaufen sollen im Projekt.
Hättet ihr da Lust drauf? Soll ich die kaufen oder nicht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann schreibt mir auch mal Kühe oder Pferde in die Kommentare. Also, könnt ihr einfach schreiben, warum das eine, warum das andere. Ich denke, Pferde wären eigentlich ganz gut geeignet für das Projekt, weil wir damit relativ gutes Geld verdienen können. Wir müssten aber dann Hafer anbauen. Aber ich glaube, das kann unsere Maschine auch, ne? Der hier. Also der kann auf jeden Fall Hafer hier ernten. Und die Sämaschine müsste das auch, ja, die kann es auch säen. Also Hafer wäre tatsächlich möglich. Dann bräuchten wir noch irgendwie ein Mähwerk. Ja. So. Um dann später Heu herzustellen. Und ein Zetter und ein Schwader und sowas. Aber das können wir auch, das kriegen wir auch fix hin. Und was brauchten die Kühe noch? Die brauchen, ja, einen Wasseranhänger bräuchten wir noch für die Kühe. Aber ich meine, das sind alles Sachen, die bräuchten wir auch für die Pferde, meine ich. Die bräuchten wir auch für die Kühe. Gerade als ich dann Kühe sagen wollte, habe ich gemerkt, hast du dich ja gerade versprochen hier. So. Nehmen wir den mit. Ich glaube, der ist nicht ganz günstig aufgeladen. Mal gucken, ob wir den anderen dann trotzdem noch mitbekommen. Na, eher nicht so. Fahren wir nur mit dem hier. Ist auch okay. So, ich glaube dann, damit ich mir selbst ein bisschen Druck mache, werde ich jetzt den Helfer einstellen für das Feld. Da muss ich aber die Saatgutbetankung noch ausmachen, sonst frisst uns das auf hier, die Kosten. Richtig idyllisches Farmen hier. Also wer so auf große Maschinen steht und sowas, der wird ja, glaube ich, im XXL-Projekt sehr glücklich, aber das soll ja hier eher so idyllisch sein. Und wie gesagt, also ich hätte Lust darauf, Pferde zu machen hier tatsächlich. Und wenn ihr sagt, ich soll den Hund kaufen, ich meine, der kostet 2500, dann wäre ich dafür auch sehr zu haben. So, switchen wir einmal kurz in den anderen. Machen hier schon mal schnell, Moment. Hier, Pflanzen sterben aus bla 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 bla. Aber ich möchte Helferbetankung, Saatgut aus und Kraftstoff aus. Dünger aus und Helferbetankung, Gülle, Mist, alles aus. Das kaufen wir nämlich selber und füllen es auch selber nach. So, jetzt ist natürlich die Frage, was sähe ich jetzt an? Wie viel würde denn Hafer bringen? Hafer ist nämlich gar nicht so blöd, aber ich möchte erstmal gucken, wie viel das eigentlich bringt. Na, mehr als Weizen zum Beispiel. Na dann. Ja, das ist alles hier so ein bisschen, da können wir vieles von nicht ernten. Ne, ich glaube, ich mache tatsächlich einfach mal Hafer jetzt fertig. Das ist jetzt eine neue Sorte, die bringt ein bisschen mehr als Weizen. Komm, machen wir einfach. Was wir haben, das haben wir. Ich bin ja sowieso, innerlich bin ich schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass ihr hoffentlich schreibt, Pferde machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr das schreiben werdet, aber ich mache jetzt einfach, ich sehe jetzt einfach mal Hafer an. So, das ist auch ausgewählt schon, ne? Das hier, ich muss immer bei den Symbolen nochmal, weil die sich echt verändert haben, muss ich nochmal gucken, aber ja, das ist das richtige Symbol. Dann würde ich vorschlagen, flitzen wir mal ganz schnell wieder hier rein. Und hoffen, dass der da jetzt nichts mitnimmt, was er nicht mitnehmen soll. Dann haben wir nämlich ein bisschen Action. Dann räumen wir das Feld leer. Während der dann hier schon ansät. Und da haben wir schon den ersten. Ich hoffe, dass er stoppt. Danke fürs Stoppen. Boah, das war aber wirklich... Uiuiui. Das war aber ein wahrer Profi. Na, den nimmt er, glaube ich, den kegelt er weg. Ja, vielleicht hätte ich doch warten sollen. Wartet mal, ich lasse den doch nochmal kurz. Ich warte, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich ein paar
mehr Ballen hier aufgeladen habe, weil so wird das, glaube ich, nichts. Da hätte ich schon ein bisschen flinker vorarbeiten müssen. Aber dann sehen wir das vielleicht in der nächsten Folge. Ich glaube, den nehme ich nochmal neu auf. Kriege den anderen auch mit. Ja. So. Liebe Leute, damit können wir in den Sonnenuntergang starten. Und dann dachte ich mir, wenn das Feld dann hier angesät ist und das alles langsam wächst und gedeiht, machen wir noch ein paar Transportmissionen. Und die sehen wir übrigens, Moment, hier. Und ja, da sind natürlich ein paar, also die hier bringt zum Beispiel richtig viel Geld. Jonas Free, okay. Das, was war das für ein Feld? Feld 10. Ah ja. Das ist natürlich auch eine ganze Menge Arbeit. Aber genau, da dachte ich mir, machen wir das doch so, nehmen wir noch ein paar Missionen hier an und verdienen damit noch ein bisschen Geld. Und die einfachsten Missionen sind, glaube ich, diese Transportmissionen. Das heißt, man kann dann vom Supermarkt nach Burghotel zum Beispiel jetzt hier einen Gegenstand transportieren und wird dadurch entlohnt. Wir müssen mal gucken. Ich werde da einen Mix draus nehmen, aber natürlich auch nichts, was wir jetzt schon immer hier auf unserer eigenen Farm gemacht haben. Ich werde mir da schon irgendwas überlegen. Aber ich würde sagen, das war es soweit von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das Spiel selbst spielen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.